Hallo ihr Lieben, vorletzte Runde Love Island. Ja, interessante Folge mal wieder. Gibt es ein paar Sachen zuzusagen und wir gehen es aber mal durch. Hilfe, Bro. So eine richtig krasse Überraschung, mit so Blättern und sowas alle. Wir müssen dann gucken, dass du dir Sand oder so packst. Ja. Draußen. So, klar, fangen wir erstmal an mit Henrik wieder. Henrik macht so ein super Rosenbad für seine Süße und sagt ihr dann, dass sich das erste Mal verliebt hat. Also, ich kenne ihn nicht, ich kann nicht in ihn reingucken, aber ich habe es ihm nicht abgenommen, muss ich echt sagen. Ist einfach super Story und aber ich fand es ein bisschen dick aufgetragen. Aber weiß nicht, was sie dazu meint. Und gut, aber jetzt rein datingmäßig, also ihm schadet das jetzt nicht, weil er sehr in seiner Polarität, ich sage immer, Marc macht zu viel, aber ich glaube auch nicht, dass das für mich ist, das auch nicht Henrik so, also das ist, ich glaube, das sieht es einfach gut aus und, also wie gesagt, ich will nichts unterstellen, aber sieht gut aus und ja, mit dem muss ja auch noch ein paar Punkte sammeln, dass er auch ins Finale kommt. Und naja, so ist es bei mir zumindest angekommen, sag ich mal so. So, dann nochmal kurzer Einblick in Melvin und Chiara. Schau mal, ich bin kein Putzfreak, ich will nur, dass es ordentlich ist. Deine Eltern beide so reden wie du. Wie so reden? Wie rede ich denn? Ja, nicht so wie ich. Und wir reden beide anders. Ja, also ich finde, die connecten überhaupt nicht. Das ist nicht immer so jemand. Datet, den man irgendwie hot findet, wo aber einfach alles hakt irgendwie und oh Mann, ey, das ist irgendwie so schrecklich. Also irgendwie hat es keiner verdient zu gewinnen dieses Jahr, finde ich. Und also, es tut einem weh beim Zugucken, echt. So, dann auch noch Marc und Anne. Meine Eltern haben sich früh getrennt. Ich habe irgendwann aufgehört zu sprechen und ich habe halt richtig krass gestottert, Maus, richtig krass. Wurde in der Schule hardcore gemobbt. Ja, ich weiß gar nicht. Also tut mir wirklich total leid für Marc, wenn er gemobbt worden ist und ich weiß nicht was. Aber was in alles in der Welt hat das in so einer frühen Datingphase zu suchen? Nichts. Also das ist, man will Respekt haben von einer Frau und dass sie einen hot findet. Man will kein Mitleid haben. Also er sorgt hier für Mitleid und verschlechtert seine Position eigentlich mal mehr. Also natürlich ist es wunderbar, mit einer Partnerin zu überreden über die, meinetwegen auch die Kindheit und die ganzen Probleme. Und aber ich habe so einen Quatsch früher oft gemacht und also mir ist das jedes Mal um die Ohren geflogen. Und klar, wenn man lange mit jemandem zusammen ist und natürlich teilt man dann alles und redet über alles, aber wir reden ja hier über so Dating-Phasen und was das soll, völlig kontraproduktiv. Und also man muss immer überlegen, wenn man sowas sagt, verbessert das die eigene Position in den Augen der Frau oder nicht? Und wenn es nicht verbessert, ja, dann ist vielleicht besser, als mit seinen Kumpels zu sprechen oder mit irgendeiner platonischen Freundin. Aber ja, aber das ist so, er ist halt voll im Plus jetzt, macht zu viel und macht noch mehr und noch mehr und noch mehr. Und auch die haben es meiner Ansicht nach, also meine, verdient, wer hat das schon verdient, aber auch kein gutes Siegerpaar so. Ja, gucken wir nochmal kurz bei Henry rein. Sandra, du, okay? Hallo, das ist verboten. Ja, also hier hat er bei diesem wunderbaren Spiel, wo die da, ach, dieses Hochzeitsspiel ist das ja, ja, hat er gecheatet, ne? Und das fand ich irgendwie faszinierend, kommt einem vielleicht vor wie so eine Kleinigkeit, aber für mich ist das schon so, Henrik spielt einfach nicht nach den Regeln und das kommt ihm in vielen Punkten zugute, aber macht ihn eben auch, ja, so ein bisschen, deswegen kommt er halt ein bisschen egozentrisch rüber, sag ich mal. Und ja, und teilweise fuckt es einen eben auch ab, wie es Tim abfuckt und also man kann sehen, also wie die dann später auch gewählt haben. Also sie mussten ja dann zwei Paare rauswählen. Da sind jetzt Henrik und Sandra da ja auf den vierten Platz gekommen. Mal gerade so noch reingerutscht und ja, sein Stern sinkt da, weil es irgendein Fakt, irgendwann fuckt sein einfach ab, ne? Auch diese Kleinigkeiten. Und ja, also es zeigt, also für mich sind das auch Hinweise, Henrik ist Henrik. So, und er spielt halt nach eigenen Regeln, das hat er mit Aurelia auch gemacht. Und
Ja, macht ihn irgendwie auf eine Art auch, weiß ich nicht, sympathisch vielleicht oder interessant, sagen wir mal so, aber bis man dann selber irgendwie davon betroffen ist, dann ist es eben nicht mehr ganz so interessant. Gut, und dann noch ein Blick auf Tim und Melina. Auch das. Bei allen Paaren ist es so, in die Duschen, oder zumindest ist es bei Marc und Anna so und bei Henrik, dann wird gekuschelt und ich weiß nicht, was unter der Dusche. Und dabei bei Tim und Melina kannst du einen LKW durchschieben. Es ist einfach, ich weiß nicht, was mit der Frau ist letztlich. Aber irgendwie bei beide Ohren verknallt ist sie nicht. Und Tim sollte das nicht machen. Und wenn sie über beide Ohren verknallt ist, dann hat sie da so viele Themen mit Nähe, dass. Ja. Aber Gott, ich glaube, es hat jeder mal gemacht irgendwie. Und sicherlich ist Camelina eine wunderbare, sympathische Frau sein. Aber so im Dating ist es. Also da wird sie noch viele Männerherzen brechen, glaube ich. Und ja. Auch die beiden sind eigentlich kein gutes Paar zum Gewinnen, wobei ich glaube, sie werden gewinnen. Ja, schauen wir mal bei noch einer Stelle rein. Also aus meiner Sicht ist, habe ich auch irgendwo in den Kommentaren gelesen, ist Melina Tims Projekt und er im Grunde genommen wird er in so einer Art, jetzt nicht sagen Therapeuten, aber in so einer Art, so ich sorge jetzt dafür, dass du deine Mauern runterfahren kannst, leider funktioniert das so nicht, wenn der andere da überhaupt nichts zu beiträgt und sie hält ihre Mauern einfach weitestgehend oben. Und das sieht dann zwar so aus, also wenn Tim dann sich da eine Stunde abgekaspert hat, dann drücken sie sich immer einmal wieder, aber wo sind die, meiner Meinung nach sind die, also man sagt immer, die sind alle mal weiter, aus meiner Sicht sind die überhaupt nicht weitergekommen. Haben die sich mal einmal richtig geküsst oder haben sie rausgeschnitten? Aber sowas schneidete man ja eigentlich nicht raus. Haben die mal einmal richtig sexuell unter der Dusche gekusselt oder hat man die überhaupt mal irgendwie sexuell gesehen? Also ich nicht. Und das ist, also da ist Tim einfach nicht bei sich und nicht fokussiert auf das, was er eigentlich will und macht sich zu seinem Projekt. Und ja, und Melina nimmt diese Rolle an, weil sie braucht dann eigentlich gar nichts machen. Sie ist immer so die Schwierige, die mit den Mauern, wobei ich mich frage, ja, also die. Weiß ich auch nicht. Also gut, sicherlich kann man mit 20 Jahren schon viel erlebt haben, aber sie sagt es ihm ja auch nicht. Also es ist auch so, ich sag dir nicht, was mit mir ist irgendwie. Und ja, verreck schön vor meinen Mauern irgendwie. Und ja, ich finde es auf eine Art, dreht sie sich halt sehr um sich. Ne? Also ich sehe sie da jetzt nicht nur so als armes Opfi, aber ja, aber gut, meine Tim macht's mit und also. Das wird auch nicht lange weitergehen, fürchte ich. Gut, dann, ja, wenig überraschend wurden dann die letztgekommenen Paare rausgewählt. Wer hätte das gedacht? Und ja, und dann gab es noch, wurden noch die Eltern zugespielt, irgendwie per Videocall und gut, man weiß jetzt nicht, wie es geschnitten ist, aber man hatte den Eindruck, dass bei Henrik Familie vielleicht nicht ganz so begeistert war. Aber da habe ich in dem Moment, hat er mir echt ein bisschen leid getan. Und ich muss auch sagen, Henrik ist total mutig, er macht einfach sein Ding. Und das macht ihn auch irgendwie interessant. Und ja, also der scheißt einfach auf Konventionen. Aber das ist halt die Schattenseite dann. Vergrault man halt auch mal Leute, die sich das halt anders vorgestellt haben. Also er ist da ja sicherlich keine Ahnung, so ein Enfant terrible oder ich weiß nicht was. Aber ja, ist wie es ist, dass das jetzt nicht, vielleicht nicht so, wie er sich da verhält, in so einer vielleicht konservativen Familie vielleicht jetzt nicht so toll ankommt. Ja, ist vielleicht so. Aber ja. Aber wie gesagt, das finde ich schon fast wieder gut. Er geht halt seinen Weg und naja. Aber gut, schauen wir mal, was meint ihr, wer gewinnt heute Abend? Ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass Tim und Melina gewinnen, weil das alles so süß aussieht. Marc und Anna ist einfach zu wenig Drama drin gewesen. Ja, Melvin und
Chiara, da ist einfach kein Drive drin. Und ich glaube, Henrik und Sandra will man einfach nicht auf Platz 1 haben, vermute ich mal. Aber naja, wir werden sehen. Ansonsten, ja, hoffe ich, es hat euch gefallen, diese kleine Reihe. Und wenn ihr es weiter haben wollt, schreibt es mal gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns noch einmal morgen. Wahrscheinlich.